leben und versuchen, gleich das Beste draus zu machen. Ahonen im Moment auf Rang 14. Knapp vor Alexander Herr. Hannawald 17. Da wird sich im zweiten Durchgang noch einiges verschieben. Jetzt das letzte Pärchen des ersten Durchgangs. Damian Fraß. Der kommt bei diesen Verhältnissen natürlich überhaupt nicht zurecht. Zumal er im Moment gar keine Form hat. Die 50 steht für Platz 50 in der Qualifikation. Und was dann vielleicht doch noch möglich ist bei solchen Verhältnissen, wir haben das schon bei Hölbert und Manisch gesehen, das sind so 126,5. Weiter ist keiner der Top-Leute gekommen. Der letzte, der jetzt an den Start geht, das ist der dominierende Mann. Egot Pettersen, der Tage hier in Oberstdorf. Die Österreicher sind gut drauf, kein Wunder. So gut, wie es gelaufen ist. Sigurd Pettersen unterwegs, hat etwas bessere Verhältnisse im zweiten Flugdrittel. Ein bisschen Aufwind. Unten alles andere als gut. Kommt er ins Fliegen? Er kommt und er zeigt seine Extraklasse. Respekt, Sigurd Pettersen. Der steht völlig verdient da, wo er jetzt mit seinen 133 Metern hinfliegt. Und der belehrt alle eines Besseren, dass es nicht geht bei solchen Verhältnissen. Er hat im zweiten Flugdrittel ein bisschen Glück gehabt, aber den Sprung muss man so erstmal nach unten kriegen. Glückwunsch, wir verneigen uns vor Sigurd Pettersen, dem nach den bisherigen Eindrücken besten Mann in Oberstdorf. Eine Riesenbeschleunigung schon oben am Schanzentisch. Mika Kojonkowski ist das der Siegertrainer des heutigen Tages. Sigurd Pettersen übernimmt die Führung, keinesfalls bei optimalen Bedingungen. Er ist der Beste des Tages bislang. Wir sehen uns gleich in aller Ruhe nochmal an, wie es aussieht nach diesem ersten Durchgang. Die 1 steht die auch schon für den Sieger, für Sigurd Pettersen. Er führt ganz knapp vor Rok Benkovic, dem Slowenen, der bessere Verhältnisse hatte, genau wie Thomas Morgenstern. Dennoch für beide 17-Jährigen eine tolle Leistung. Und das steht auch für dieses Ergebnis aus deutscher Sicht. Späth und Uhrmann auf 4 und 5. Wenn sie das bestätigen können, dann wird das ein gutes Mannschaftsresultat, wenngleich die wir vorn erwartet haben, etwas Sven Hannawald auf Rang 18, auch Mechler auf Rang 12 sicherlich noch viele Reserven haben. Aber das sind natürlich Abstände, alle innerhalb eines Meters. Da zeigt er Nerven in seinem letzten Sprung hier. Nicht, dass er sich verschluckt an seinem Erfolg, den er hier bislang aufgesogen hat. Das gilt natürlich auch für Boa Jockelson. Im gelben Trikot nicht so stark wie zuletzt. Jetzt aber mit einem technisch sauberen Sprung. Jockelsøy ist zu beachten. Der konstanteste Norweger in der ganzen letzten Saison. 2 Siege in Trondheim und Engelberg. Das ist längst kein Zufall mehr. Das ist die Konstanz in Person. 127,5 Meter für Roar Jockelsøy. Ausgesprochen sympathischer Mann aus Trondheim mit einem tollen Golfhandicap. 10, damit dürfte er unter den Springern ganz vorn liegen, aber der kann nicht nur Golf spielen, der kann auch ganz hervorragend Skispringen. 3. Rang vorläufig, aber das ist bei den vielen Favoritenstürzen heute eine klasse Position für die nächsten Springer. Georg Späth haben wir gesehen, baut schon Muskelspannung auf. Michael Uhrmann versucht, sein Adrenalin runterzubekommen. Andreas Kofler, der Österreicher. Ist der schnell unterwegs? Und dann doch nicht so weit. Verhältnisse wieder etwas schlechter geworden. Die Guten werden jetzt sagen, die Guten im Gesamtweltcup, das ist nur gerecht. Schließlich hatten viele von denen, die wir jetzt sehen, wie Kofler zum Beispiel, der ganz früh dran war vorhin im Wettbewerb, die Unterstützung des Aufwindes im ersten Durchgang, das ist ihm jetzt versagt geblieben und deswegen fällt er richtig zurück auf Rang 13. Maximilian Mechler verteidigt zäh den 8. Rang.
Nicht schwer gefallen ist Martin Höllwart der Aufstieg zu einem Top-Athleten. Schon in den Jahren 91, 92 zu den Besten gehörend. Und er springt jetzt um die Führung. Achten Sie auf die rote Linie. Höllwart allemal in der Lage, sie zu packen. Und das schafft er. Martin Höllwart, der neue Mann an der Spitze. Ein ganz heißer Kandidat mit seinen 133 Metern aus österreichischer Sicht. Mal sehen, was Morgenstern, der jüngste Österreicher, gleich macht. Aber Martin Höllwart, auf den können Sie sich immer verlassen. Der zieht nicht zurück, egal wie die Verhältnisse sind. Sein Telemark ist richtig gut und der holt auch in der letzten Flugphase hier noch mehr raus. Die Arme eng am Körper. Der kennt das Wort aufmachen fast überhaupt nicht. Der reizt die Sprünge aus. 29 Jahre alt, schon als 17-Jähriger im Weltcup. Sprang sogar noch parallel und hat ganz früh auf Faustil umgestellt. Da ist die Gratulation an Toni Innauer nur gerechtfertigt. Jetzt der Slowene Peter Schonter und danach im Doppelpack Uhrmann und Späth, die es versuchen werden, zumindest eine Top-Platzierung zu schaffen. Schonter und der dann folgende Uhrmann sind aufs Zehntel punktgleich. Hat, kann ich Ihnen sagen, da wir die slowenische Fahne sehen, schlechtere, viel schlechtere Bedingungen als Höllwart. Unten Rückenwind, jetzt wird's besser. Da kam noch mal die grafische Unterstützung. Und das ist von der Jury jetzt genau die richtige Entscheidung. Den Führenden, den besten Sechs. Für alle ein Traum. Für die, die jetzt noch kommen, in greifbarer Nähe. Peter Schonter. Sehr wackelig in der Luft, aber er hält zumindest halbwegs seine Position. Zum Sieg wird es nicht reichen. Mit 125 Metern kommt er natürlich bei weitem nicht an Martin Höllwart heran. Der war zweimal Zweiter hier in Oberstdorf. Wenn er sich da aber jetzt behaupten möchte, viele Fehler bei Schonter. In der Tat wackelig. Aber Schonter ist für heute Geschichte. Zurückgefallen. Und jetzt kommt der punktgleiche Michael Uhrmann. Vielleicht sogar noch ein bisschen später stärker einzuschätzen als Späth, der dann kurz danach kommt. Leider nicht mehr der Aufwind wie noch zuvor. Wenn es jetzt losgeht, hat er ein bisschen Pech. Es wird jetzt ein bisschen besser. Uhrmann ist alles zuzutrauen. Technisch gut. Nichts auszusetzen und es geht weit runter für Uhrmann. Und das lag nicht an den Verhältnissen. Riesenleistung für Uhrmann, der angekommen ist, da wo er hin wollte. 132 Meter, da hat er mal gezeigt, was er drauf hat. Nerven gezeigt, als er führte in Trondheim, als er von 1 zurückfiel. Und jetzt hat er genau das Gegenteil geschafft. Von Platz 5 und alles gezeigt, was er drauf hat. Die Noten sind nicht so schlecht wie schon so oft bei Uhrmann. Auch da sind die Punktrichter langsam der guten Form von Uhrmann gerecht geworden. Die Noten, die er verdient hat mit 132 Meter. Er hatte etwas Vorsprung auf Höllwart. Er war einen Meter weiter. Es kann reichen für Uhrmann. Es reicht nicht ganz. Es sind 1,2 Punkte, die fehlen. Trotzdem ein tolles Resultat für Michael Uhrmann. Er ist jetzt sicher schon unter den besten sechs. Und sein erster Weltcupsieg. Er rückt näher. Und nee, Georg Späth. Vielleicht jetzt getragen vom Jubel um Uhrmann. Erstmal behaupten da vorne. Und das schafft er, Georg Späth. Schon Siebter in Titisee. Er weiß auch, dass heute noch mehr möglich gewesen wäre. Und dennoch sind 127 Meter ein ausgezeichnetes Resultat. Es wird keinen deutschen Sieg geben, das ist klar. Aber Uhrmann und Späth haben das deutsche Fähnchen heute hier nach oben gehalten. Vierter Rang vorläufig für Georg Späth. Also zwei Deutsche sind sicher unter den besten 10.
Höllwart, Uhrmann, Kasai, Späth. Das ist die Reihenfolge und es spricht für Georg Späth, dass er damit nicht zufrieden ist. Siebter Rang, das ist sein bestes Weltcup-Resultat in Titisee und der wird es zumindest auch heute. Jetzt die besten drei. Thomas Morgenstern. Nach dem Sturz in Kusamo hatte auf einer 60 Meter Schanze in Villach wieder angefangen. Dann ganz langsam auf eine 90er, auf eine 120er, jetzt wieder zurück und wie? Aggressiv, so wie bei seinem Sturz in Kusamo, aber heute hat das mit einem Sturz nichts zu tun. Thomas Morgenstern freut sich, ist zurück. Riesenerleichterung für ihn, 129 Meter für ihn. Er hat 4 Meter verloren auf Martin Höllwart, aber er hatte einen großen Vorsprung, das wird reichen für Rang 1. Zwei Österreicher in Führung, Morgenstern und dann Höllwart. Österreich hat einen neuen Weltklassemann seit dieser Saison mit Thomas Morgenstern. Einfach fantastisch. Und nachdem die routinierten Athleten den Weltcup dominierten, sind jetzt die jungen Leute da. Morgenstern war das zuzutrauen, dass er die Nerven bewahrt, dass er in Führung geht. Benkovic hatte vorhin idealste Verhältnisse. Das große Fragezeichen. Der Slowene nicht so stark einzuschätzen wie Morgenstern. Es wäre eine Überraschung, wenn er es packt, hier in Führung zu gehen. Es ist keine Überraschung, dass er das nicht schafft. 123,5 Meter. Natürlich ein tolles Resultat, aber damit wird er auch hinter Michael Uhrmann zurückfallen. Georg Späth bislang auf dem 5. Rang, hatte aber einen gewaltigen Punktrückstand auf Benkovic. Das war zu erwarten. Der Sieger in Oberstdorf heißt entweder Thomas Morgenstern oder Sigurd Pettersen. Späth hat er verdrängt und zwar ganz knapp. Und jetzt kommt Sigurd. Jetzt kommt Sigurd Pettersen. In Kusamo hat er schon gewonnen. Das war sein dritter Weltcupsieg. Es sieht alles danach aus, als sollte er hier seinen 4. schaffen. War knapp vom Morgenstern. Und warum lacht Kojankowski? Weil der Pettersen jetzt auch noch Aufwind hat. Da können wir sagen, und tschüss, Sigurd Pettersen fliegt er zum Sieg hier in Oberstdorf. Er fliegt und das bei weitem Schanzenrekord. Mit Ansagen. Sofort sind sie da, die Trainer, und gratulieren. Aber es gab nur einen Mann, der hier den Sieg verdient hat. Und das war Sigurd Pettersen. 143,5 Meter. 10,5 Meter mehr als der alte Schanzenrekord von Schmidt. Also diese Schanze gibt einiges her. Und das ist der Flug ins Glück von Sigurd Pettersen. Sportstudent aus Oslo. Zweiter Schanzenrekord, zweiter Weltcupsieg der Saison, der 4. überhaupt. Und wir sind uns alle einig, dass Mika Kojankowski hier zu Recht jubeln darf. Denn Sigurd Pettersen war in allen Belangen, bei der Quali, beim Probedurchgang und im Wettbewerb, der beste Mann. Und das im ersten Durchgang sogar bei schlechteren Verhältnissen zumindest, als etwa Thomas Morgenstern. Der souveräne Sieger, der Thomas Morgenstern 22,5 Punkte mitgegeben hat als Zweiter. Schauen Sie aufs Ergebnis und die Punkte sind ganz, ganz wichtig für die Tournee-Gesamtwertung. Ab jetzt gibt es nur noch einen Favoriten auf den Tourneesieg und der heißt Sigurd Pettersen. Morgenstern, Höllwart, Michael Uhrmann auf Rang 4. Er mit Hoffnungen im Gesamtklassement mal richtig weit vorn zu landen. Das hat er sich verdient und das hat sich in den letzten Wochen angedeutet. Georg Späth stellt sein Top-Resultat ein, wie in Titisee Neustadt, 7. Und das hier in Oberstdorf, wo er... Das war er, der Siegsprung von Sigurd Pettersen aus Norwegen.
Dieter Thoma aus Ihrer Sicht momentan der alles dominierende Springer? Also auf dieser Schanze schon, ja. Also er hat wirklich gezeigt, dass er mit dieser Schanze super zurechtkommt, auch im Training schon. Hatte natürlich zu seiner Superform auch noch gute Bedingungen, das kommt auch noch dazu, das Glück des Tüchtigen. Aber jetzt ist er natürlich sehr weit vorne schon mit diesem gigantischen Satz von 143,5 Meter, 22,5 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Also für ihn sieht es ganz gut aus im Moment. Sven Hanna, weil Sie kennen das Gefühl, wenn man sich fragt, wie springt einer so weit? Wie kann einer ein Feld so dominieren? Nur bei Ihnen war das eben sehr lange so. Wie ist das jetzt, wenn man von unten hochschaut? Gibt es eine Erklärung? Können Sie sich vorstellen, warum er so weit vorne liegt? Nein, das haben sicherlich denn gerade auch in den Zeiten, wo der Martin jetzt oder ich jetzt von dran waren, sich andere auch bestimmt die Frage zigmal gestellt. Aber es gilt halt jetzt wirklich nur, die Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie durchzudrehen und irgendwie im Kreis rumzurennen, sondern irgendwie versuchen, doch in Anführungszeichen locker irgendwo aufs eigene Wissen. Ist zwar schwierig in so einer Situation, weil man natürlich jetzt merkt, das sind ja, was weiß ich, du, der kann ja 5 Luken weiter unten springen. Also das ist schon ein bisschen frustrierend, aber nach wie vor kann ich mir jetzt dafür nichts kaufen. Also ich muss gucken, dass wieder so lang, so schnell wie möglich wieder vorwärts geht. Martin Schmidt, bei Ihnen ist es gestern vorwärts gegangen. Da haben Sie das Selbstvertrauen gehabt und wir alle haben gewusst, hey, der kann es noch. Er weiß wieder, wie es geht. Und heute ging es auf einmal nicht mehr so gut. Warum? Ja gut, das frage ich mich auch. Also es war heute vielleicht irgendwie nicht so mein Tag, ich weiß es nicht. Der erste Sprung war ziemlich zu früh am Absprung und ich habe halt in beiden Sprüngen in der ersten Flugphase eine ziemliche Ecke drin gehabt im Vergleich zu gestern. Da war der Sprung einfach flüssig, da war keine Ecke drin und das ist schon einer von heute. Das ist der zweite Sprung jetzt. Und hier in dem Bereich, da kriege ich mal kurz viel Ski und gehe dann ein bisschen in den Ski rein und dann ist eben eine Ecke drin, ein Wackler drin und ja, im Moment fehlt mir wahrscheinlich nach wie vor ein bisschen die Sicherheit, dass halt eben ein Sprung wieder andere kommt und wenn eine Kleinigkeit nicht stimmt im Absprung, dann fällt der ganze Sprung auseinander. Gleich die Siegerehrung. Michael Uhrmann wird da auf dem Podest stehen als Dritter und Georg Späth Vierter. Leider. Richtig, ja genau, Vierter ist er dann noch knapp geworden. Aber Georg Späth Sechster? Siebter. Also genau noch eins dazwischen. Trotzdem ein richtig gutes Ergebnis aus deutscher Sicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man muss ja auch einfach mal sagen, dass die sehr gut gesprungen sind hier schon im Training gut. Und mich freut es einfach auch für Michael Uhrmann, dass er die Vorform, die er schon hatte in Trondheim, dass er das endlich mal bis zur Vierschanztournee rüber retten konnte. Dann gehen wir mal auf die Bilder der Siegerehrung. Ja, länger nicht mehr gehört, die norwegische Nationalhymne. Haben Sie mitgesungen, ne? Bei der Vierschanzentournee. Ja, er konnte sie, Sigurd Pettersen konnte sie zumindest mitsingen. Ja, Riesenerfolg für Michael Uhrmann. Wie ist das jetzt innerhalb des Teams? Ihr seid natürlich immer noch beide die Platzhirsche, aber merkt ihr, dass da einige Morgenluft wittern? Und wie geht man damit um? Ist ja wichtig, dass jetzt nicht nur mehr zwei immer irgendwo die Eisen aus dem Feuern holen, gerade nicht so Zeiten, wie wir es durchmachen. Also da fällt es uns dann auch nicht leicht, irgendwo auch trotz der ganzen Praxis mit der Medien und so weiter, da irgendwie locker zu arbeiten. Und wir sind wirklich froh, dass auch im Nachwuchs, oder gerade der Michi hat letztes Jahr schon zeigt, dieses Jahr fast schon seinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Es war schade, dass es nicht erreicht hat, aber und auch gerade mit dem Schorsch dann einfach, dass man sieht, dass auf jeden Fall schon mal zwei nachkommen. Und ich möchte auch nicht den Max jetzt vergessen. Also der hat es natürlich auch ein bisschen schwierig. Jetzt mit dem ganzen Boom und so weiter. Aber es sind auf jeden Fall schon mal drei Mann, die auf jeden Fall schon mal in unmittelbarer Nähe bzw. vorn dran sind. Und dann kommen natürlich auch noch ein, zwei im
wie mit dem Alex und so weiter, wo auch Ansätze haben, wo man auch sieht, dass wir jetzt wirklich nicht nur allein sind. Das ist auch wichtig fürs Teamgefüge dann. Dieter Thoma, Sie sind auch immer ungeduldig gewesen, haben mit sich gehadert. Sie kennen das Gefühl, wenn man auf einmal sich nicht erklären kann, warum es nicht so geht wie früher? Ja, das ist ganz schlimm. Also, vor allem, wenn man nicht weiß, was man eben ändern kann von einem Tag auf den anderen. Aber da muss man eben durch, muss nach vorne gucken und irgendwann läuft das auch wieder. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Dann danken wir erstmal euch beiden, freuen uns gleich auf Michael Uhrmann und vielleicht kommt auch noch Georg Späth zu uns. Wir sind gleich wieder da.